Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner letzten Review des Jahres. Wir kommen nämlich auf die letzte Boruto-Folge zu sprechen. Folge 230 ist am Start. Damit gehen wir rein in Kawakis Abschlussprüfung. Er soll ja zum Genen gemacht werden. Er soll sich beweisen. Mit der Folge wird das Ganze so ziemlich abgeschlossen. Die Folge hat mir ganz gut gefallen. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein runder Abschluss. Das war wesentlich besser als die letzten beiden Folgen oder so, wo das schon so ein bisschen angefangen hat auf jeden Fall. Wir haben einen sehr, sehr krass guten Abschluss für Kawaki bekommen, einen sehr nicen Zusatz. Darauf kommen wir heute natürlich zu sprechen. Erstmal als Information, nächste Woche ist keine Folge, also da wird wieder eine Pause sein am 2. Januar. Deswegen also die nächste Boruto-Folge wird vermutlich erst übernächste Woche kommen. Und dann gehen wir gleich natürlich nochmal drauf ein, wenn Preview und so weiter Thema ist. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. Und an dieser Stelle kann es losgehen mit der Episode und meiner Baba-mäßigen Review. Wir haben natürlich als Auftrag für Kawaki, Shikadai und Chocho, dass sie den jungen Mosoku ins Windstillereich befördern, damit dieser seine Medizin überbringen kann. Seinem Dorf geht es wohl nicht so gut, da gibt es wohl einige Krankheiten und hier soll eine Art Medikament dafür hergestellt werden. Dieses soll überbracht werden. Kawaki hat anfangs, natürlich was die letzte Folge betrifft, noch nicht so das Verständnis fürs Shinobi-Sein, also für das ganze Miteinander mit Shikadai und mit Chocho, dass er diese als Kameraden betrachtet und realisiert natürlich noch nicht so richtig dieses Verhalten eines Shinobi oder weiß noch nicht wirklich, was einen Shinobi überhaupt ausmacht. Dann gab es den großen Knall, sie haben einen der beiden Verfolger besiegen können und der andere ist mit dem Medikament abgehauen. Während Chocho also verletzt ist und Shikadai die Mission abbrechen möchte, hat Kawaki sich dem Ganzen widersetzt und geht mit dem Auftraggeber, dem Typen hinterher, um das Medikament wieder beschaffen zu können. Und das ist quasi jetzt diese Episode, knüpft also an das ganze Geschehen an von vorher und Kawaki nimmt den Typen relativ schnell auseinander. Der kommt dann natürlich mit ein paar Nebeldoppelgängern an, mit denen Kawaki nicht so richtig umgehen konnte, aber relativ schnell kann er bemerken, hey, der Typ versteckt sich irgendwo, nutzt dann ein bisschen Feuerversteck und macht den Typen relativ schnell fertig. Aber tatsächlich wird Kawaki hier auch ein bisschen gefordert, verliert ein bisschen Blut, wird ein bisschen verletzt und tatsächlich auch von Mosoku gerettet, weil er fast gestorben wäre, kann man vielleicht auch sagen. Also Kawaki jetzt hier in dem Fall. Und der Auftraggeber schmeißt sich quasi dazwischen und ihm wird dann das Leben genommen. Und Kawaki realisiert das allererste Mal so richtig, was es heißt, jemanden auf einer Mission zu verlieren, was so ziemlich jeder von denen vielleicht schon in irgendeiner gewissen Art und Weise in Erfahrung gebracht hat. Also, dass er mit dem Tod irgendwie in Berührung kam, in irgendeiner Art und Weise, vielleicht nicht in direkter Art und Weise, aber wir sehen es ja auch bei Shikadai zum Beispiel, als er dann später Kawaki auf den Friedhof holt von Konoha und ihm zeigt, hey, hier liegt mein Großvater und so weiter. Wirklich sehr, sehr starke Szenen, um Kawaki so ein bisschen dieses Bild zu verdeutlichen, dass man eben auch gemeinsam leiden kann oder Schmerz erfahren kann und man da nicht alleine durch muss. Das ist eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr nice an der Folge finde und das hat halt der Manga überhaupt gar nicht zu bieten, weswegen ich das halt auch in Kawakis Charakterentwicklung einfach auf jeden Fall erwähnen muss. Also das ist halt einfach etwas, was ihn jetzt aktuell ausmacht und da hätte der frühere Kawaki nie drüber nachgedacht. Vor allem, wenn man das mit dem früheren Kawaki vergleicht, wird man auch feststellen, dass der niemals auf die Idee gekommen wäre, sich überhaupt so einer Mission anzuschließen oder sein Leben aufs Spiel zu setzen für Randoms, ja, in Anführungsstrichen, also das sind ja Charaktere, die nie wieder vorkommen oder die nur für diese Mission da sind oder von Studio Piro für 2 Folgen gemacht wurden. Das ist eine Sache, die wir von dem früheren Kawaki niemals erwartet hätten und niemals gedacht hätten, aber von dem jetzigen Kawaki erwarten können, weil er sich eben verändert hat. Und von der Veränderung erfährst du halt nicht großartig was im Manga, im Anime da schon viel eher. Die können die Mission dann erfolgreich abschließen. Kawaki bringt das Medikament
Testament dann rüber. Das Ganze wird dann beendet. Kawaki gibt sich die Schuld für den Tod des Klienten, also von dem Jungen. Und er fällt dann erstmal in Ohnmacht, kommt dann ins Krankenhaus. Und wir springen wieder zurück zum Geschehen nach Konoha. Dort haben wir einige interessante Gespräche, unter anderem eben das mit Shikadai, dass Kawaki mit Shikadai auf den Friedhof von Konoha geht, wo eben alle verstorbenen Shinobi begraben wurden. Und dort gehen sie quasi an das Grab von Shikaku, was ich sehr, sehr nice fand, auf jeden Fall dieses Gespräch zwischen Shikadai und Kawaki, und Kawaki das allererste Mal so richtig vor Augen geführt wird, hey, das sind hier wirklich meine Kameraden und die haben auch Ähnliches durchgemacht oder vielleicht sogar auch Schlimmeres durchgemacht als ich jetzt in dieser Situation. Also Kawaki realisiert das so ein bisschen oder versteht das so langsam. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und dann haben wir halt am Ende noch diesen Talk zwischen Kawaki und Naruto. Naruto, wie er ihm noch nicht so richtig das Ergebnis mitteilen möchte und Kawaki schon davon ausgeht, dass er durchgefallen ist, weil der Klient gestorben ist, aber Naruto schon längst begriffen hat oder schon längst weiß, dass Kawaki sein Leben für andere aufs Spiel setzt und ihm deswegen quasi gewährt, ein Genin sein zu dürfen. Also er hat quasi die Mission doch bestanden und Kawaki ist jetzt hiermit offiziell ein Genin. Es wird sogar tatsächlich gesagt, dass er dem Hokage bei Missionen helfen darf. So, what? Also, weiß nicht, ob das wirklich eine Aussage ist, die noch Gewicht hat in der Zukunft, aber wurde hier tatsächlich gedroppt in der Folge. Mal gucken. Stirnband bei Kawaki haben wir noch nicht gesehen. Ich denke, das wird dann die nächsten Folgen irgendwann passieren, wenn wir so einzelne Missionen mit Kawaki als Team 7 Mitglied bekommen werden. Die Spoiler der nächsten paar Anime-Episoden bestätigen das Ganze natürlich schon mal. Damit machen wir da also einen Haken hinter. Kawaki ist jetzt offiziell ein Genin und er wird offiziell Teil von Team 7 sein, was aber erst in 2 Folgen revealed wird, aber das kann ich euch auf jeden Fall schon auf dem Weg mitgeben, weil es ja klar ist, dass er sich irgendeinem Team anschließen muss und Sarada ist jetzt quasi Kommandantin. Das heißt, Boruto, Mitsuki und Kawaki sind dann die 3 Genin in Team 7 und sie waren ja vorher sowieso schon das neue Team 7 gegen Boro oder so, also von daher machte das sowieso von vornherein Sinn. Die nächste Episode sieht nicht so nice aus, habe ich nicht so Bock drauf, denn das wird die erste Shunin-Mission sein von Team 15, also dem Mädchenteam. Tsubaki, Wasabi und Nami da, habe ich gar keinen Bock drauf. Wie gesagt, also die wird erst übernächste Woche kommen. Nächste Woche ist Pause. Mal sehen, wird wohl um Samurai gehen, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Vielleicht lasse ich sie sogar ausfallen, je nachdem, kommt auf die Folge an sich an. Will natürlich noch nicht vorher irgendwie was sagen oder vorher irgendwie schlecht reden. Warte ich natürlich erstmal auf die Folge, aber wirklich Hype drauf bin ich jetzt ehrlich nicht. Das soll es damit gewesen sein. Lasst mir gerne eure Meinung zur Folge unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!